Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Company Simulator, mal wieder. Und wir schauen uns das Ganze jetzt an. Bedeutet, wir werden jetzt hier erforschen. Component Market Testing Center, Complete Tests, Quick Tests. Da fehlt mir das Zeug, toll. Ich muss aber Sachen bauen. Next round. Was? Loss of communication with the artificial communication with the satellite in orbit has been lost. Attempts to reduce. We extend the flight time. We will wait and see how do we extend the flight time. Success beides? Was? Here's the possible to review all correspondence that will be received while the running company. Welcome to management of the. Okay. Das ist meine. Oh, weg damit, ich mag nichts von dir lesen. Head of Security, okay, bla bla bla. Ja, ich lese das nicht gerne, weil ich ungefähr weiß, was die machen. Also ich weiß, dass das eine der Typen ist, mit dem wir uns Informationen klauen können und hin und her. Contract unread read. Warum gibt es hier. Achso, weil die Mailbox. Weil ich eine Mailbox bekomme. Discarded Archive in Progress. Point of Component. Genau, das ist ja noch das, was uns aktuell. Auf der Leitung klebt. Budget Department Employment Recognition. Wir versuchen, wir werden jetzt irgendwo überall mal. Ach nee, wir können auch gar nicht. Wir müssen erstmal Geld investieren. Kann ich nicht hier? E-Bank? Nee, das waren wir sind Loans. Dann nicht auf Budget. So, jetzt bin ich gespannt. Ich würde gerne in die Produktion erstmal was stecken. So, okay. Dann natürlich in die Wissenschaft. Oh, in die Wissenschaft sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen was stecken, ne? So. Da setze ich mir was rein. Das ist jetzt natürlich meine Geld, was ich hier rausschmeiße, aber wurscht. Finanzperks, da kann ich wahrscheinlich auch noch nichts machen, weil da fehlt. Da brauche ich auch wieder das eine. Oh, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf gerade. Research and Development, da habe ich mich noch gar nicht auseinandersetzt. Basic Aviation. Start the chain. Kann ich noch nicht, doch. Okay, ich würde mal sagen, next turn. Research complete. Alter. Has been developed, okay. Toll. Dann machen wir Basic Science. New contracts are available. Production order. Friendly company that develops new technologies is interested in prototyping fielding Donkey FT1. Wir müssen erstmal schauen, dass wir überhaupt was bauen dürfen, weil irgendwie ist aktuell uns das Bauen untersagt. Und es geht auch noch nicht, bis ich 1000 Gesprächspunkte habe. Next round. Research complete, wie es ausschaut. Dann machen wir Solid Fuels noch. Und next turn. Jetzt halt aber. Dankeschön. Ich tue hier gleich mal was Neues erforschen. So. New contracts available. Wir holen jetzt einfach nochmal den Donkey rein. Was war unsere in progress? Expressen, no time limit, okay. Das ist der Donkey Tank, den sie wollen. Hey, das habe ich jetzt aber nicht gesagt. Wollte herausfinden, was ist mit dem hier? Receive a payment von 2,8 Millionen für das Teil. A single medium support rocket engine X1. So, Depot. Jetzt werde ich doch bauen dürfen, oder? Fortune, und danach bauen wir den Donkey. So. Cool. Habe ich so viel? Nee, habe ich nicht. Da kann ich in der Administration vielleicht irgendwelche Perks freischalten.
Tools and Trade. Komm, das schalten wir frei. Und next turn. Hier hat sie auch wieder freigeschaltet. Dann machen wir Thruster noch ein bisschen was. Wir müssen ja schauen, dass wir ein bisschen vorankommen im Game. Place for a Lounge. Das akzeptieren wir und machen Planning. Sobald wie möglich. Jetzt passiert wieder mit dasselbe. Ach. Producer Portrait Yak FT7. Accept no problem, mein Freund. 3 Millionen kriegen wir dafür. Ein FT7 will er haben. Eins 5 haben wir nicht, schade. Alter, ich hasse es, wenn man nicht sieht, was man... Okay, also sind es eigentlich nur noch die zwei, okay. Dann machen wir next round. Ich will mal schauen, was wir bauen können schon. Rocket, ein Raketenprogramm, ein Medium Launchpad. Ich bin dafür, dass wir das Rocket-Programm bauen. Wo sind das? The part responsible for all company rocket programs where the first concepts and sketches of the mission are created and then will be implemented by the mission control. Wir machen Short Time Build. Im EW 116 Millionen. Next turn. Na, das können sie ohne mich schaffen. Big Numbers Additional Prestige Point. Schick. War nicht irgendwas, dass ich mit den Leuten auch was anfangen kann wieder? New Manager for Science Department. The State of Space Agency has created a grant that can be received in the exchange for an increase of the management staff of Science Department. The development of a new manager should be further increase the efficiency of the company. Of the personal managers available in the ERH Department. Also sie wollen, dass ich wieder meinen... Ganz ehrlich, habe ich gerade keinen Bock drauf. Ich will mir einmal anschauen, was ich damit machen kann. Ich tue hier einen hoch hinsetzen, Assign. Dann habe ich da schon mal 7.500 reingesteckt an Investments. Forscht der noch? Der scheint noch zu forschen, ne? In die Thruster Technology. Da machen wir Skip Turn. New Security Files. Hallo? Security Office. Silver Window Contain Informations. Certified Research Work. Sabotieren. Wir machen alles in Sabotieren einfach. Alles sabotieren. Wird sowieso kein Schwein merken. Alles löschen. Sponsorship, was? Info for the PR department. There's an opportunity to sponsor of the leading football clubs in our country. The monthly amount including the sponsorship agreement of is to be accept. Ist sicher. Also sponsern tun wir Sportler auf jeden Fall. Research complete, geil. Dann machen wir Liquid Propellant. Danach Solar Array Cells direkt mal. Contract Success. Ich müsste eigentlich jetzt nur noch, für welches Department war das? Science Department. Oh. Dann habe ich einen guten, glaube ich, eingestellt. Der war gar nicht, obwohl, Finance Law. Wenn wir da einen besseren finden, wechsle ich den gerne. Recruitment. Bloß ich habe schon viele gute eingestellt. Ich habe da keinen besseren, Jungs. Oh, kacke, da gibt es gerade keinen besseren, schade. Wir machen aber 2 Millionen plus mittlerweile. Geil. Also researchen tun wir schon, ne? Hier. Sollen wir ein paar Teile mal auf Dings beantworten? Wir können hier mal. Geht's nicht? Ich würde jetzt gerne das hier machen. Geht nicht. Wieso geht es nicht?
Aber wahrscheinlich, weil das da noch fehlt, oder? Schauen wir mal, ob wir es hier noch machen können. Finance Perks. Perks. Geht auch nicht. Next Turn. So, jetzt würde ich gerne... Ah, okay, das hing mit dem anderen zusammen. Gut zu wissen. Weil, lustigerweise, schaut euch das an. Hier unten ist dieses Zeichen immer. Das ist für mich das Zeichen hier. Aber in Wirklichkeit geht es das Zeichen hier. Dann tun wir hier in der Department... Nee. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich überall an den Perks ein bisschen arbeiten. Quick Math, the deal of the... wir machen das da. Das geht auch noch. Okay, und dann gehen wir gleich hier in das HR Department. Pay 10 Potential... Ah, oh, cool. Nice. So, okay. Ich hole mir mal die noch. Ah, ich kann aktuell nirgends... Da und das an. Nein, jetzt habe ich sie gekauft und kann damit nichts anfangen. Oh. Passt es nicht, wenn ich einfach mal anders sein mache und dann... Ich habe irgendwo die blöde Troller. Zack. Dann müsste eigentlich next turn die Mission accomplished sein, oder? Jetzt kann ich die blöde Troller hoffentlich wieder rausschmeißen, weil die geht mir auf den Sack, die gehört da nicht hin. Troller, es tut mir leid, aber du gehörst eindeutig nicht in diesen Punkt hier. Der andere hat mir da viel besser gepasst als sein. Dankeschön. Mission Control. Achso, das ist wieder Mission Control. Your Rockets. Keine Raketen zu sehen, okay. Das braucht auch noch seine Zeit. Dann würde ich mal sagen, wir gehen hier in das Depot und bauen ein bisschen was. Einfach mal wissen können. Warum wurde das nicht mitgenommen? Jetzt haben wir das gebaut. Dann bin ich dafür, dass wir 1, 2 davon bauen. 1, 2 davon. Noch eine von denen hier. Ich habe immer gern 2 auf Vorrat. Und mehr darf ich aktuell nicht bauen. Schade. Aber vielleicht können wir dann irgendwann mal eine eigene Rakete bauen. Wer weiß. Vielleicht setze ich doch nochmal eine Woche drauf. Hm? Es hört sich irgendwie so... Ich bin aber gerade echt... unentschlossen. Es ist immer noch dasselbe rein theoretisch. Aber... Was ist da denn? Ah, Rocket Program ist da fertig. Rocket Program, was ist? University Test Center. Und Medium Launchpad. Ich bin für ein Test Center zum Bauen. Und rein theoretisch, weil es sich gerade so schön ausgeht, bin ich auch dafür, dass wir das Medium Launchpad bauen. Um danach schon die größeren Raketen unterstützen zu können. Wir machen jetzt mal die Next Turn. Es müsste ja im Depot schon voll viel liegen, oder? Bedeutet, ich kann dann endlich noch den zweiten von denen bauen. So, und jetzt haben wir 3000... Oh Gott, was haben wir jetzt hier für Engines drin? Holy shit, was habe ich jetzt getan? Was habe ich nur getan? Das sind jetzt Medium-Teile schon. Doch keine Engine. Na, wir produzieren einfach mal, was haben wir denn sonst zu verlieren? Also das ist jetzt echt die andere Frage, was haben wir zu verlieren? Increased Funding for the Science Department. To 175.000 sollen wir annehmen, okay. Science Department 175.000. Was hat sich denn? Next turn. Habe ich jetzt total vergessen. Nee, ich forsche noch. Gut.
Wollte gerade sagen, habe ich jetzt echt vergessen zu forschen, oder was? Nee, ist auch nichts zu forschen. Wir haben immer noch Plus, das ist gut. Dann würde ich das Budget in meine einzelnen Abteilungen noch erhöhen. Ja, so schaut es aktuell gut aus. Immer noch im Positiven. Forschung ist fertig. Perfekt. Dann machen wir jetzt die Solar Cells. New Investors. Oh. Wie viele sind zwei schon drin? Ich hätte gern eine in Production. Assign. Dankeschön. Next turn. Wir schauen mal ins Assembly, in das Depot. Ich war shoppen. Fuck, ich hab gekauft. Ich hole mal einen Knight. Ich war shoppen. Fuck, jetzt habe ich Sachen gekauft. Contract available. Nur, die wollen da, dass ich neue Leute einstelle. Warum? Es ergibt null Sinn. Aber wir machen so, weil es gibt Geld und es gibt Production Points. Und das Witzigste ist, ich muss einfach nur einmal hier reingehen, tun ihn anders sein. Mach den hier, geh hier und ich habe doch die eine Eda. Die eine Troller. Zack. Schon heißt es hier Success. New Workers. Da müssen wir dann mal hinschauen, weil wenn wir New Workers haben, bin ich interessiert. Anders sein. Bei neuen Workern hört, ist mein Ohr gleich wieder gespitzt. Vielleicht haben wir einen Top-Kandidaten da. So, okay. Recruitment. Es sieht, wie es ist. Es gibt neue Leute. Oh, der schaut mir gut aus. Der kommt. Not assigned. Dreck, 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 Dreck. Alles purer Dreck. Der ist cool, aber... Ah, nee, da habe ich den einzig guten gerade mir rausgefischt. Und dann hätte ich gerne meine Employees einmal. Ich habe die eine, die... für nicht zu gebrauchen ist. Die wird laid off. Du bist sehr gut im Management. Was wärst du denn, wenn du dich mal hier rein bewegst? Was hältst du davon? Du tust ihn hier rausschmeißen. Der war eh nur billig Krams. Und wirst hier eingesetzt. Ein Schweizer in der Forschung. Das kann nur gut werden. Ein Schweizer in der Forschung ist immer gut. Layoff. Den haben wir raus. So einen neuen Investoren tun wir gleich mal begrüßen. Der kommt diesmal in Produkt. Warum habe ich zweimal Produktion? Aber hey, ist ja wurscht. Hauptsache Produktion geht voran. Contract, wie schaut's da aus? Leer. Next turn. Contract successful, dann nichts. Oh, warte mal. On the construction site of our building, several old objects looking like pots and decorations were found during the excavation. According to the law, the finder has the right to do anything he wants with such findings. So you must decide what to do with those items. If only I can suggest something, I think that the nearby antiquity museum will gladly accept such gift. But maybe your chairman has a different idea with the... I always liked the collection. I will make my mini collection. Own mini collection. So I advise you, will give it to the Antiquities Museum. Perhaps someone will buy it. Ja, wir geben es zum Museum. Das gibt Prestige immer, wenn wir nett sind. Ist immer eine gute Sache. So. Gibt's eine neue Mission? Nein, gibt's nicht. Next turn. Building complete. Nice. Rocket und Medium Launchpack ist fertig. Geil.
So, jetzt will ich mal gerne schauen, was bringt sich das Rocket Program. Department responsible for all company rocket programs, where the first concepts or sketch of the mission are created and then will be implemented to the mission control. Okay. Toll, was mache ich jetzt damit? Da war jetzt auch wieder kein Button, dass ich irgendwas machen konnte, oder? New Security Files, New Investors, habe ich schon wieder an. Das sind diese alten Nachrichten, die gehen jetzt wieder nicht weg. Contract successful, aber es kommen keine neuen rein. Okay. Assembly Room. Ich will jetzt mal eine Small Rocket Wolf bauen. Blueprint. Each rocket must include necessary modules in their design. Most of them are common for every rocket, like an engine and a fuel tank. Optional modules can be filled depending on the mission and the fulfilled rocket. Some components could take up more than one slot, so keep in mind when designing your rocket. Components will also change the number of stages that rocket will pass through. This applies to the fuel tanks that are discarded when emptied through the flight. In the case of larger tanks, it takes more time to empty them, so they will be discarded at a later stage of flight. Smaller tanks are more efficient as they faster reject due to mass and blah blah. Important aspect of every rocket's construction is the level of reliability. It's calculated based on the reliability. Yeah, blah blah blah. The higher chance. Okay. Gut. Wir bauen jetzt eine Rakete. Ich habe hier einen ganz kleinen Satelliten, der oben reinkommen soll. Einmal Aero. So, ich habe Small Tank. Warum kommt der jetzt da unten hin? Hä? So ganz checken tue ich das nicht. So, das ist jetzt eine Stage. Production. Different contracts and missions will require a different delta V value, so it's worth to pay attention to its level. When you click create, you will see a summary where you can inspect the final cost and the production time. Okay. Wo sehe ich mein Delta V jetzt zum Beispiel? Delta V. 136 Meter pro Sekunde. Wenn das mein Delta V ist, ist das traurig. Kann ich jetzt zum Beispiel rein theoretisch noch abbrechen? Kann ich jetzt noch sagen, so. Da habe ich 140 Meter pro Sekunde. Liegt es an meinem fucking Antrieb, weil es so ein kleiner ist? Ah, ich habe doch die hier auch noch. Ah, sind Mediums. Ah, ich habe hier doch auch noch Small, hä? Assembly Test. Assembly Room. Das will ich jetzt heute noch machen. Blueprint. So, okay. Nimm mal das da noch mit rein, bitte. So. Schau mal, vielleicht bringt sich das was. Wir haben diese Seitentanks jetzt hier irgendwo reinkommen. Okay, die gehen nicht. Wenn ich jetzt sage, ich will diesen kleinen Satelliten hochbringen. Ich habe Seitenflügel. Die kann ich lustigerweise nicht einbauen, ne? Da sagt das Spiel so absolut nö. Teilweise verstehe ich das Spiel echt nicht. Warum darf ich zum Beispiel die nicht verwenden? Wieso nicht? Tier 1, Mass 1, Impact. Wenn ich das vergleiche jetzt zu so einer.
scheint doch die hier stärker zu sein. Wieso geht die zum Beispiel hier dann nicht? Aber hey, ich sag jetzt mal Production. Und das ist die Test 1. Confirm. Jetzt habe ich die Test 1 gebaut. Test 1 ist in 21 Runden fertig. Kann ich jetzt Skip Turns machen? So. Bis irgendwas Spannendes passiert. New Information. Da passiert nichts. So, jetzt müssen wir mal überall nochmal investieren. In die Perks. Klack. Und hier. Oh, Ruhe. Zurück. Lass mich hier raus. Complete Tests. Gute Tests wollen wir haben. Wir wollen ja in der Zukunft wie SpaceX arbeiten können. So, und dann haben wir hier auch noch die HR-Perks. So. So, okay. Worker Information. New Investors. Na, neue Investoren sind immer nicht schlecht. Gehen wir gleich mal in die Production wieder. Assign. Alles wieder löschen. Employee Promotion. Das finde ich halt scheiße. Es geht hier nichts mehr weg, ne? Building completed. Geil. Oder wenn wir jetzt unser Testcenter. Schauen wir, wie lange das jetzt immer dauert. Jetzt mache ich versuche jetzt mal so ein bisschen einfach nur schnell vorzuspulen. 18 Runden spult der jetzt vor? What? Und wir sind nachdem immer noch nicht fertig. Wie lange dauert noch unser Assembly Room? Completed. Okay, die ist fertig. Construction Costs waren 900.000. So, jetzt haben wir eine Rakete. Jetzt kann ich doch bestimmt hier was... Warum wird mir denn hier nur gesagt, hey, du kannst das machen? Was mache ich? Wenn ich jetzt sage, Earth. Macht nur die... Current state of the game is effects with concept are available. Ich würde hier gerne eine Rakete starten. Dann lasst sie mich doch starten. Für was habe ich sie denn gebaut? Ich fände es ja toll, wenn ich irgendwas machen könnte, aber ich darf ja nichts machen. Tun wir hier auf 6 jeweils hoch. Ach, nicht scheiße. 6. Und hier auch 6. Und hier auch 6. Assign. Klonk. So. Harsh Bounty prepared for a report showing that our workers have recently been exposed. Recognition. Money, ja, das sollte uns jetzt nicht so schaden. Wir haben 200 Millionen. Wir haben eh schon Geld gemacht, wie Sau. Irgendwas Wichtiges noch. Serious illness. Unfortunately, we can't afford to help the quarters. We will pay him a full sick leave. The amount of the pay sick leave was enough to keep the rest of the employees despite of the gloomy moods. Losing the will to work. What the fuck? Ups, das war die falsche Entscheidung. Ich habe das jetzt nicht so schnell gelesen. Ich will hier irgendwas schaffen, aber das funktioniert ja nicht in diesem Spiel.
New Security Files. Was ist hier? New Investors, die ich gerade verteilt. Und hier Workers Information. So. Hier kann ich Prepared kommen. Okay. Für ein komischer Bildschirm. Close. No. Dieses Projekt ist fertig. Was mache ich mit ihm? Was brauche ich Raketen, wenn ich nicht mehr weiß, für was? Hallo, Spiel. Erklär mir das doch. Wahrscheinlich ist es toll, dass hier steht. Space Program Rockets. The part responsible for all company rocket programs. Welche rocket programs? Where the first concept and sketches of the missions are created and then will be implemented in the mission control. Wie kriege ich das? Wie darf ich Raketen abschießen? Ich will meine eigenen Raketen abschießen, ganz ehrlich. Aber wie soll ich das machen? Wenn es mir verwehrt bleibt, im Grunde. Geil, jetzt hänge ich hier und darf wieder nichts machen, oder was? Satellite Program. Wir bauen mal das Satellitenprogramm hier. 13 Runden dauert das jetzt. Satellitenprogramm müsste doch uns dann jetzt... rein logisch... Satelliten starten lassen, oder? Satellite Program. Building Department of... Da steht wieder, hey, es ist dafür zuständig. Ja, toll, dass du mir Informationen gibst über die Sachen, die mich in Scheiß interessieren. Just take free delivery our lifetime supply. Let's pay him the normal amount. Money gain. Woo! Nice. Kriege ich mal wieder eine Mission? Nö. Weil ich nicht mal weiß, wie ich die Mission kriegen soll. Also es ist ja lustig, weil ich hänge jetzt hier. Satellite Program. Has been completed. Toll. Was mache ich mit einem Satellite Program? Ich hätte eine Rakete mit einem Satelliten. Ready to start. Die ganze Zeit. Ich kann nichts machen. Nichts. Weißt du, jetzt gibt es auch keine Infos so, hey, mach dies und das. Ich hätte gerne wieder so mein Fragezeichen, mit dem ich hier Infos krieg. Bloß halt dort, wo ich es brauchen kann. Das ist halt wieder dieses... Da, warum sind die... Die sind ausgeblendet, weil die in irgendeinem Teil drin sind und... Hä? Assembly Room. Hier, Test 1. Blueprint. Completed. Ja, sie ist completed. Ich weiß. Was mache ich mit der? Was mache ich mit so einem Teil? Ich habe da 900.000 rein investiert. Und ich kann damit nichts machen. Completed. Ich will sie starten. Ich will sehen, dass es sich irgendwas gebracht hat, was ich gemacht habe hier. Aber hey, wird mir verwehrt. Ich mache hier mal Blueprint. Yes. Hey, hier kann man wieder nichts machen. Each rocket must include necessary modules for their design. Ach, da ist das Fragezeichen. Toll. Das, was ich bei den anderen nicht habe. No. Interessiert mich gerade einen echten... Back. So. Ich hätte gern ein Fragezeichen, Leute. Production.
Bleib stark. Weißt du, es ist witzig, ich kann nichts machen. Nichts. Ich würde dir gerne irgendwas machen, aber was denn? Das Tutorial sagt nichts mehr. Es ist bummleise, das Tutorial. Warum ist eigentlich hier der Typ weg? Kann mir das einer mal sagen? Habe ich den aus Versehen gekündigt? Recruitment. Ich finde schon jemanden als Ersatz. Mir scheißegal. Wir nehmen dich hier. Science. Du kommst auch in Science. Wir brauchen einen, der irgendwie Finanzen drauf hat. Du kommst in die Finanzen. Dich employen wir einfach, weil wir es können. So. Versteht ihr jetzt, was mein Frust ist? Mein Frust ist ja nicht, dass das Spiel so grundsätzlich funktioniert. Das funktioniert ja alles super. Das Raketenbau ist zwar nicht so ganz meins, aber es geht. Man muss sich halt an alles gewöhnen. Aber jetzt habe ich eine Rakete gebaut, ich habe ein Rocket-Programm, ich habe ein Satellitenprogramm. Aber es steht nur so, hey, hier wird das von der ersten, vom ersten Plan aus gemacht. Wo plane ich denn? Ich bin immer noch escaping at the atmosphere. Ich kann meine Raketen nicht starten. Oder bin ich einfach zu blöd herauszufinden, wie ich das mache? Ich sage mal, ich gehe jetzt hier hin. Earth. Earth is the rocky planet first of the sun. Toll. Das ist jetzt so eine Sache, weißt du, wo ich halt das Kotzen kriege. Also wirklich, ich krieg's Kotzen. Mission Control. Dann komme ich wieder hier hin und ich hoffe halt, dass ich immer, wenn ich im Mission Control bin, vielleicht irgendwie auch eine Mission planen könnte. Nö. Wir schicken es einfach dorthin, weil sie denken, hä? Ja, da kann er ja was machen. Da wird er sich schon nicht aufregen. Das Spiel ist die reinste Abzocke, finde ich langsam echt. Wo ist der Scheiß? Wo? Ich hatte echt die Hoffnung, dass sich irgendwas geändert hätte in diesem Spiel. Irgendetwas. Ich krieg keine Mission mehr rein, weil ich zum Fick nicht weiß, was sie von mir wollen. Ich kann in meine verschiedenen Finanzenpunkte reingehen, aber hey, was bringt... Guck mal, ich könnte das große Launchpad schon bauen. Ich kann das Neo-Programm bauen, ich kann das den Astronautenkomplex bauen. Ich kann gleich gefühlt jeden Scheiß bauen. Hier Space Station Program. Hier wäre sogar das Mondprogramm. Mars-Programm, Touristenprogramm. Was bringt es mir? Ich bin gerade echt pissed auf dieses Game wieder, ne? Bin wieder richtig pissed. Ich glaube, das merkt man mir auch an. Aber wo? Es gibt hier so schöne Infos. Da, die Mir Space Station wurde von der Sowjetunion gespielt. Toll, die Info kann ich mir aus dem Internet lesen. Ich würde gern wissen, was ich hier falsch mache. Gibt es hier nicht sowieso ein Tutorial-Leseblatt? Ich schließe auch gerade auch alles außenrum, was mir im Weg ist, weil... Ich kriege gerade echt einen Hals. Ich kriege gerade richtig einen Hals. Das ist so... Huch, hatten wir keinen Bock drauf, gefühlt. Warum darf ich jetzt nicht eigene Pläne machen? Sagen, okay, ich will einen Satelliten in die Weltumlaufbahn schicken. Warum darf ich das nicht? Muss ich vielleicht eine leere Rakete schicken? Hey, ich baue euch gerne noch eine leere Rakete heute. So, Blueprint. Hier kommt so ein schmales Teil rein mit einer kleinen Engine. Könnt ihr haben. 144.000. Ich glaube zwar nicht, dass es sich nicht bringt, wenn ich hier so einen kleinen Tank rein tue. Komm, wir hauen den wieder raus, den großen rein. Hat genauso viel Scheiße drauf. Und komm, produce. Hat halt überhaupt keinen Sinn, das Teil. Test 2. Confirm. Trägt keinen Satelliten, mir scheißegal. Sollen 15 Runden fertig sein. Next turn. Pass auf, wann kommen wir raus? Bin ich gespannt. 18 Runden. Ne, jetzt hat's gerade Research fertig gemacht.
kriege ich echt wieder das Kotzen. Next turn. Ach, hä? Warum kommt jetzt auf einmal ein New Contract? Obtaining a state's producement of for one component. Was willst du von mir? Ne, X1. Gut, okay, das können wir dir machen. Kein Problem. Was willst du? Nee, kein Bock drauf. Warum soll ich jetzt... Das sind so Billo-Scheißaufgaben. X1, toll, kann ich dir produzieren. Habe ich ja nur 3 Millionen Mal schon gemacht. Gehe ich hier hin, gehe ich hier auf Produktion. Wo ist meine X1? Da, bitteschön. Produziert. Back. Weißt du was, dann gehen wir hier nochmal schnell in PR hier. Dann machen wir... Zack. Standardized Testing, Assembly Lines. Ne, da werde ich echt immer pissed. Das ist schlimm bei mir. Wenn was nicht funktioniert, so wie es sein soll, on a mission, Conference Hall, kann ich auch nicht mehr kommen. Weil es lohnt sich ja, der ganze Aufwand in den Spielen lohnt sich ja nicht, wenn ich nichts dafür krieg. Was bekomme ich denn? Ich krieg Aggression von diesem Spiel gerade schon wieder. Research complete. Dann mach's nochmal. Ich muss diese blöde Rakete fertig kriegen und die braucht wahrscheinlich immer noch eine halbe Ewigkeit, ne? 3, 4 Turns. 4 Turns. Wenn es dann nicht funktioniert, ne, dann ist das Spiel wieder für mich woanders. Jetzt hat mich wieder rauskommen, wahrscheinlich immer noch dieselbe Anzahl von. Nee, completed. Hier ist jetzt auch der Antrieb weg. Die werden hier trotzdem als leere Shells angezeigt. Ich habe jetzt hier 2 fertige Raketen. 2 Stück. Lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen. Ich habe 2 fertige Raketen. Und ich kann nichts damit machen. Worker Information, ihr könnt mich mal am Arsch lecken mit euren Worker Informations. Sind da noch wichtige Sachen, dann alle den Rest rausschmeißen. Ich hab kein... Ich krieg da schon wieder das Kotzen. So, Mission Rocket Program. Wisst ihr was, Leute? Ich lasse das jetzt hier. Wir haben eine 15 Minuten erste Folge und eine 40 Minuten zweite Folge. Ich glaube, ich habe euch genug gezeigt. Ich krieg wieder einen Anfall. Ich deinstalliere dieses Spiel jetzt instant von meinem Rechner, weil ich sonst doch wirklich das große Kotzen krieg. Vielleicht lese ich mir nochmal was durch. Vielleicht, wenn ich mich irgendwo vertan habe, vielleicht gibt es hier einen Weg, wie ich diese Raketen starten kann. Dann melde ich mich und wir schauen uns das nochmal an. Aber aktuell haltet euch von diesem Spiel fern. Ganz ehrlich, es frustriert mich nur. Da ist Kerbal Space Program, wo du selber bauen musst, selber planen musst, schauen musst, dass deine Raketen rauskommen und. Viel belohnender als das hier, weil du drückst bloß Buttons und weißt nicht, was passiert. Weil am Ende kannst du nicht mal deine eigenen Raketen starten. Also Leute, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Wenn ihr irgendwelche Infos über dieses Spiel habt, wie es funktioniert, schreibt es mir auch rein. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.